Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, zu einem weiteren Sprint to Glory Showdown. Selbstverständlich bin ich nicht alleine, der hochgeschätzte und krass geschätzte und natürlich einer meiner Lieblingspartner, wenn nicht sogar der Lieblingsaufnahmepartner, Dennis Gaming TV ist mit am Start. Ich danke dir für die lieben Worte, mein Freund. Servus YouTuber von mir, herzlich willkommen. Ja, letztes Video von uns beiden nur einzeln, ist ein bisschen länger her, deswegen wir sind hier wieder back am Start und das mit einer riesigen Bombe. Chris, sag, was passiert heute? Es ist eine brutale Bombe und ich glaube, das trifft sogar perfekt, denn wir gehen heute rein mit Eintracht Frankfurt bei mir auf dem Kanal. Parallel das Ganze haben wir auch bei Dennis auf dem Kanal mit Freiburg aufgenommen. Auf beiden Videos die gleiche Challenge. Das Video geht so lange, bis einer von uns die Champions League gewonnen hat. Heißt, es ist kein typischer 1, 2, 3, 4 oder 5 Saison SDG Showdown, sondern einer, der dann zu Ende ist, sobald der erste von uns die Champions League gewonnen hat. Checkt wie gesagt auf jeden Fall auch das Video bei Dennis ab. Das geht zeitgleich natürlich auch online. Erster Link in der Videobeschreibung. Ihr seht jetzt im Hintergrund nochmal ganz kurz das Regelwerk eingeblendet und selbstverständlich Pause drücken, screenshotten. Es sollte aber normalerweise klar sein. 5 Saisons, keine Ahnung, 4 Saisons. Wir wissen nicht, wie lange das Ganze dauert. Auf jeden Fall ist es ein Riesenaufwand hier in diesem Projekt. Dementsprechend würden wir uns natürlich auch extrem freuen, wenn ihr ein bisschen Liebe da lasst. Also lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Schreibt gerne auch mal unten rein, was glaubt ihr, wie lange brauchen wir zum Champions League Sieg? Und im Endeffekt kostenlos abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Dennis, wie sieht's aus? Eigentlich könnten wir reinstarten, oder? Ja, safe. Also ganz kurz, Leute, ich würde noch mal gerne einschieben hier, bevor wir reinstarten. Eintracht vor Main! Das hat mir noch so gefehlt, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden und wir können reinstarten. Erste Transferphase, Sommer 20 Minuten, let's go! Hier sind wir dann also angekommen mit unserer Mannschaft, noch nicht wirklich in Bestbesetzung. Im 3-4-2-1, so agiert die SGE wohl in der Realität. Wir haben hier 32 Millionen Transferbudget. Ganz ehrlich, es soll einiges passieren. Es darf einiges passieren, heißt, Spieler werden auf jeden Fall verkauft. Aber, auch bei mir ganz wichtig, auslaufende Spielerverträge gibt es hier nicht. Ja, unter anderem Kamada und Ndicka wären da ja betroffen, die haben wir langfristig verlängert. Freigabesummen haben wir bis auf kleinere Ausnahmen, die uns nicht wehtun würden, auf jeden Fall auch verlängert. Und dann könnten wir eigentlich auch schon reinstarten. Ich bin sehr gehypt. Transferphase, wir gucken, was passiert. Der Timer, ja, den hätte ich fast ganz vergessen, starten wir natürlich jetzt dann auch. 20 Minuten könnte richtig, richtig eng bei mir werden. Aber naja, 3, 2, 1, Timer beginnt, let's go. Und der erste Blick geht rüber zu Dennis. Es ist eigentlich mal wieder eine maximal unchristliche Zeit, Leute. Es ist 8.21 Uhr, ich bin noch halb im Wachkoma. Aber sei es drum, wir müssen diese Showdown hier und heute gewinnen. Ich bin hyped, ich bin motiviert, die Zeit beginnt. In 3, 2, 1, let's go, denn ich konnte auch schon mal ein bisschen Vorarbeit leisten. Ich habe schon ein paar Spieler auf die Transferliste gesetzt, ich habe schon ein paar Spieler auf die Wunschliste getan, was gefühlt nur Spieler sind, wo der Vertrag ausläuft. Und außerdem habe ich mir auch schon überlegt, was wir für ein System spielen wollen, nämlich eine Viererkette, nicht die Dreierkette, wie sie Frankfurt in der Realität spielt. Der Plan war es, einen richtig großen Ausverkauf über die Bühne zu bringen und das ist uns gelungen. Sebastian Rode, Touré, Alario, weiter geht's mit Dibrizo, dann haben wir Hasebe verkauft, auch Timothy Chandler, wir haben Lenz hergegeben, Rakic, dann ist genauso auch Boré gegangen, nicht Rakic, sondern Jakic natürlich. Wir haben Kamada verkauft, 56-1 zu Napoli. Kral und zu guter Letzt noch Hauge, den haben wir von der Leihe zurückgeholt. Heißt, wir haben noch keine Neuzugänge, aber 179 Millionen jetzt auf dem Konto. Wirkliche Baustellen, ja, gibt es schon, aber die Mannschaft an sich ist trotzdem noch immer richtig stark. Sebastian Rode, der erste nennenswerte Verkauf für irgendwie 17 Millionen an den VfL Wolfsburg. Sein Nachfolger kommt jetzt hier direkt im Nachhinein mit, ich glaube, Luis Florentino müsste er mit Vornamen heißen. Also Luis mit Vornamen, Florentino hier eben in FIFA nur ausgeschrieben. 22 Jahre junge ZDM, 79er Gesamtstärke von Benfica Lissabon und ein Potenzial von 85. Let's go, unser erster Neuzugang. Ein kleines Spoiler für meinen Showdown würde ich gerne machen. Chris hat im ersten Jahr einen riesigen Umbruch gemacht, Spieler eingetauscht, die man auf jeden Fall nicht im ersten Jahr hätte eintauschen müssen. Ich war sehr und schwer beeindruckt davon und mache einen ähnlichen Style. Hier mit Eintracht Frankfurt, wir tauschen Mario Götze ein, zahlen ein bisschen Geld oben drauf, holen dafür Sunset von Athletic Bilbao. In der Gesamtstärke zwar ein Downgrade, aber Potenzial langfristig auf jeden Fall ein Upgrade. Jetzt brauchen wir Neuzugänge. Der erste ist mit Ben White am Start für 30 Millionen von den Gunners. Eigentlich hier Rechtsverteidiger, was ich nicht ganz verstehe. Denn trainieren wir den als Innenverteidiger um, geht immer mindestens plus 2 nach oben. Hervorragender Deal. Die Animation des Neuzugangs konnten wir leider nicht sehen, weil zeitgleich quasi Hauge und Kral noch gegangen sind. Aber naja, wir haben auf jeden Fall einen neuen Innenverteidiger. Wieder nur die Animation eines Abgangs. Jetzt reicht es dann aber auch langsam. Parallel ist hier Wanderson nämlich unser Neuzugang für 20 Millionen von den Monegassen. Also Neuzugang aus der Liga A. Geplant natürlich für die rechte Außenverteidigerposition. Ein absoluter Top-Deal.
Es ist ein Monster-Neuzugang mit Fabinho von Liverpool. Er ist zwar schon 28, bringt aber die nötige Routine mit, hat eine 85 an Gesamtrating und wir überweisen nur knapp 2 Millionen über dem eigentlichen Marktwert, was in dem Fall bedeutet, Gesamtpaket 53 Millionen an die Reds. Wir brauchen einen neuen Sechser, den haben wir damit jetzt gefunden und jetzt geht es weiter. Vielleicht doch noch ein neuer Innenverteidiger, vielleicht noch was auf dem Flügel, vielleicht Götze ersetzen. Die Zeit läuft uns davon, aber wir haben noch ein paar Pläne. Beim Rechtsverteidiger profitieren wir dann auch mal von einem auslaufenden Vertrag. Es ist Wilfried Zingo, den wir als neuen Rechtsverteidiger verpflichten. Man könnte jetzt erstmal vielleicht meinen, riskanter Deal, aber ich werde den Bruder wahrscheinlich eh nicht in die Auswahl stellen. 76er Gesamtstärke. Wir haben jetzt schon alleine zwei Spieler, zwei Neuzugänge, die besser sind als er und ich gehe stark davon aus, dass der dritte oder vierte Neuzugang, wie viel auch immer noch dazukommen werden, auch besser sind als eben die 76 von Zingo. Künftig soll es bei der Eintracht eine Doppel-10 geben, bestehend aus Euren Sunset auf der einen Seite und auf der anderen Gio Reyna, aktuelle Position RM, die ändern wir zum ZOM, das müsste auch seine beste Position sein, vielleicht sogar ein Upgrade in der Gesamtstärke geben und wenn nicht, ist auch halb so wild, weil ich glaube auch für seine Entwicklung ist es definitiv das Beste. Und die Pläne werden jetzt in die Tat umgesetzt, Gonçalo Inácio kommt für 42 Millionen und Euren Sunset für 6 Millionen im Tausch dafür, ja, Mario Götze und das ist ein absolut geiler Deal, er ist deutlich jünger als Götze, nur ein Ratingpunkt schlechter, ja, und leider gab es auch eben die Nachricht, 7 Monate Ausfallzeit Evan Ndicka, umso wichtiger, dass es jetzt der Portugiese Inácio wurde. Ja, wir machen die Deals fix und dann seht ihr nochmal unsere Mannschaft komplett in Bestbesetzung. Das also ist dann unsere Mannschaft mit Inácio und White zusammen mit Ndicka in der Innenverteidigung, der wie gesagt jetzt leider für 7 Monate ausfallen wird. Aber auf jeden Fall würde ich behaupten, dass es eine ganz gute Truppe ist, die wir hier beisammen haben. Wir haben auch noch ein bisschen Geld, glaube ich, 17 Millionen. Für den ganz großen Sprung reicht das allerdings nicht mehr. Kolo Muanis neuer Sturmpartner ist gefunden und das wird Evan Nilsson vom FC Porto. Brasilianischer Stürmer, 22 Jahre jung, wir tauschen Alario ein und zahlen knappe 27 Millionen obendrauf. Stürmer sind halt leider toll. Was willst du machen? Ich hoffe, das Duo wird rasieren. Ob es jetzt so schlau ist, einen 34-jährigen Otamendi für die Innenverteidigung zu holen? Naja, ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall bei einer Position sparen. Zwei gilt es noch zu verpflichten, Innenverteidiger und zentraler Mittelfeldspieler. Und wir sparen jetzt eben beim Innenverteidiger und holen da eben, wie gesagt, Nicolas Otamendi für ja, knappe 7 Millionen, Almami Touré 3 oder 4 Millionen im Tausch und dafür eben eine 82er Gesamtstärke. Und der allerletzte Transfer, Leute, So ist ebenfalls verkauft für über 30 Millionen Euro. Ich weiß es nur ehrlich gesagt nicht mehr genau, wohin. Ich glaube, nach Italien, zu Lazio oder so. So, sein Nachfolger kommt, Liga intern, 21 Jahre alt, 77er Gesamtstärke. Es kommt Manu Kone von Gladbach, für den wir irgendwie 20 Millionen und Christopher Lenz im Tausch zahlen wir da. Let's go. Okay, Leute, damit steht unsere Mannschaft. Also nach dieser ersten Transferphase, wir haben Kolomani im Doppelsturm neben Evan Nilsson, wir haben Reyna und Sunset auf den 10er-Positionen, Kone und Florentino auf der Doppel 6 oder 8, wie man es auch mal sagen möchte, dahinter. Wir haben Otamendi in der Innenverteidigung, Zingo als Rechtsverteidiger und weitere Transfers haben wir nicht getätigt. Kader in der Breite, auch auf jeden Fall ganz stabil, wobei beide auch schon davor nicht schlecht war. Wir haben jetzt halt noch Lindström und Knauf hier auf der Bank. Kein guten Backup-Stürmer, das ist vielleicht so ein bisschen wack, aber hoffen wir einfach mal, dass von Kolomani und Evan Nilsson sich einfach keiner verletzt, weil ansonsten muss der Bruder hier mit 61 rein. Wäre ein bisschen kacke, aber so viel also zu meiner Transferphase. Die erste Sommertransferphase liegt also hinter uns. Transfers wurden genug getätigt. Ihr habt das Ganze in der Konferenzschaltung gesehen und die obligatorische Frage zu Beginn, wie viele Neuzugänge sind es denn insgesamt bei dir geworden, Dennis? 3, 4, 5, 6, 7. 7 Neuzugänge? 7. Genau. Oha, also mit Sicherheit auch einige Verkäufe, wahrscheinlich ähnlich wie bei mir, kompletter Ausverkauf und bei mir sind es aber nur 5 Neuzugänge geworden. Okay, vielleicht auch eine andere Qualität, man weiß es nicht, wir werden es jetzt herausfinden. Gehen wir rein. Auf jeden Fall, ja, du bist der Gast. Ich darf reinstarten bei meiner ersten 5er-Auswahl. Es geht um eine neue 10er-Position, denn, das habe ich auch in meinem Part erwähnt, ich habe mal versucht, strategiemäßig so ranzugehen, so wie du bei Freiburg, das kann man ja, glaube ich, spoilermäßig mal erwähnen. Du hast im ersten Sommer halt geisteskranken Umbruch gemacht, alles an Spielern rausgehauen, egal ob man die vielleicht noch hätte ein Jahr behalten können oder nicht. Ich fackel aber hier schon wieder zu lange rum, deswegen ist es eine neue 10er-Position geworden. Ich habe nämlich Kamada verkauft, Götze eingetauscht, tralala, deswegen da wurde viel getan. Und zur Auswahl stehen Xavi Simmons, wir haben Dominik Szoboszlai, wir haben Euren Sunset, wir haben Eli Elmas von Napoli, der aus Nordmazedonien. Kennst du den? Ja, ja, sag mir was, klar. Und zu guter Letzt Emil Smith-Rowe, bei dem man natürlich ganz easy die Position ändern kann. Einfach, weil ich ihn schon recht oft auch in Karrieremodis verpflichtet habe und gleichzeitig auch auf dem Flügel agieren könnte, wie aber gefühlt jeder Zehner, würde ich mit Elmas gehen, weil den habe ich schon so oft in der Karriere gehabt und er ist schon so oft durch die Decke gegangen und deshalb würde ich den einfach mal einloggen. Ach stimmt, wir machen ja jetzt hier direkte Auflösung. Achso, sollen wir es so einführen? Ja, dann können wir das gerne so weitermachen. Jetzt einfach so weitermachen. Ja, ich löse direkt auf und es ist nicht Elmas geworden, sondern es ist Euren Sunset, den ich hier schon mal als ersten Zehner safe habe. Okay, alles klar. Dann mache ich doch direkt, würde ich sagen, auch einfach weiter mit meiner 10er-Position, denn auch ich habe auf jeden Fall einen neuen Spielmacher geholt. Zur Auswahl gibt's wie jetzt auch bei dir und gerade auch den ausgewählten Spieler Sunset. Dann haben wir Kvaratskhelia, wir haben Kökçü, wir haben Paqueta und Szoboszlai, der, meine ich, bei dir auch auf der Liste dabei war.
Ja, genau, Schoboschlei war auch dabei. Und auf den gehe ich auch einfach mal, weil 81er Gesamtstärke, ich glaube, bisher habe ich immer oft Olmo geholt. Mhm. Ich habe auch, um ehrlich zu sein, das Gefühl bei den Namen davor, bis auf beim ersten, den habe ich gerade nicht mehr genau im Kopf, war Elmas. Kvaratskhelia war das, oder also Sunset und dann Kvaratskhelia. Ah, Sunset, genau, den ich auch geholt hatte. Ja, es ist so ein bisschen die Auswahl zwischen Sunset und Schoboschlei, aber ich gehe mal auf Schoboschlei. Okay, alles klar. Dann war das 50%-Thema diesmal erfolgreich für mich, denn Sunset ist es geworden. Oh, und, er hat nicht auch so Sunset geholt. Den holst also du halt nie. Also haben wir beide den Move. Und weil du es vorhin noch gesagt hast, ich habe auch Kamada verkauft und auch Götze getauscht. Ja, und so ist dann Euhan Sunset zustande gekommen. Okay, sehr gut. Das heißt, beide schon mal mit dem ersten exakt selben Spieler auf der exakt selben Position. Sehr interessant. Ja. Mal gucken, ob es bei der zweiten genauso ist. Ich habe einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Da bin ich aber die Sparroute gefahren, weil ich habe noch zwei Positionen am Ende gehabt. Und bei der einen habe ich halt ein bisschen mehr investiert, bei der anderen ein bisschen weniger. So, Innenverteidiger. Mhm. Oldies sind am Start. Wir haben zur Auswahl Chris Smalling, Mats Hummels, Nicolas Otamendi, Giorgio Chiellini und Nacho Fernandes. Okay, Chiellini, glaube ich, kann man gar nicht mehr verpflichten, weil der dann immer sagt, ich beende meine Karriere. Nein, den kann man verpflichten tatsächlich. Okay, ja, das ist halt gut. Wieder so ein Fall von, kann man mal verpflichten, kann man mal nicht verpflichten. Ah ja, gut, stimmt. Das ist ja tatsächlich üblich hier bei EA. Otamendi wäre so mein Hauptkandidat, weil ich glaube, Smalling und Hummels, da müsste man trotzdem so ein bisschen investieren. Der letzte nach Chiellini war wer nochmal? Nacho Fernandes. Nee, also ich würde mit Otamendi gehen, also logge ich auch direkt ein. Ich check es nicht. Warum Otamendi? Der ist 34, der ist mies kacke. Ja, genau deshalb, aber auch so Thema Sparroute und so, und den kriegt man, glaube ich, mit Abstand am billigsten, auch gehaltsmäßig so, die anderen. Ja, ich glaube, Chiellini wäre nochmal ein bisschen günstiger. Ja, aber da hab ich gedacht, nee, lass ich mich nicht vom Weg abbekommen, weil so oft kann man den nicht holen, deshalb habe ich den gar nicht erst dann wirklich auf dem Schirm gehabt. Alles klar, ja gut, auf jeden Fall ist Otamendi geworden, ist aber auch halb so wild, wie gesagt, ich musste sparen auf der Position, das sind auch irgendwie nur so 5 Millionen, 6 Millionen gewesen, die ich da insgesamt gezahlt habe. Und ist halt ein bisschen belastend, weil jetzt keine 82er Gesamtstärke in der Innenverteidigung ist, aber wir haben Tuta mit 76, der hat Potenzial nach oben, das könnte schlechter sein. Ja, falls es dir ein bisschen hilft, Tuta spielt auch bei mir noch in der Startelf, zumindest jetzt, weil sich ein Dicker 7 Monate lang verletzt hat. Ja, oder verletzt gut, hat und 7 Monate ausfällt. Hört man so eigentlich ganz gerne, sage ich ganz ehrlich. Auch wenn ich dir an der Stelle gute Besserung wünsche, mein Freund. Ja, das denke ich mir auf jeden Fall. Aber wir machen es einfach genau im Gleichschritt weiter. Ich habe nämlich auch einen neuen Innenverteidiger geholt. Okay. Dabei sei erwähnt, kein Spieler ist typischer Innenverteidiger, was ich nicht verstehe, weil der größte Teil spielt tatsächlich hauptsächlich Innenverteidiger. Sie sind entweder Rechtsverteidiger oder Sechser und mit dem Sechser starte ich direkt mal rein. Nee, Joao Palhinha. Oh ja, auch noch. Es geht dann weiter mit Takehiro Tomiyasu, Rechtsverteidiger, kann genauso in der Mitte spielen. Das gleiche auch bei Ben White. Wir haben Juan Foyt und zu guter Letzt noch Nordi Mukiele. Ich gehe mal auf Ben White, weil ich weiß, das Upgrade bei ihm ist sehr krass. Und ich glaube plus 2 oder plus 3. Ey, Junge, du hast mich komplett... Ja, Digga, let's go, Junge. Ben White, Alter, den habe ich auch schon zweimal geholt, nämlich. Deswegen. Ich dachte nämlich, also Mukiele hat nämlich... Ja, Mukiele hat nämlich den, ich glaube, krassesten von allen. Ich glaube, der kann sogar plus 3 hochgehen. Aber ist das nicht mit RM bei ihm? Nee, auch Innenverteidiger. Also ich habe den schon, ja, genau. Okay. Bei Juan Foyt wäre es, glaube ich, auch plus 2 gewesen. Tomiyasu ist nur plus 1, Palhinha auch, glaube ich, plus 2. Ich habe Ben White genommen mit dem Hintergedanken, dass du eigentlich dann vielleicht auf die Idee kommst, nee, es ist vielleicht der stärkste, er ist am teuersten, nehme ich nicht. Ja gut, jetzt ist das große... Hat er nicht nur 79 sogar zum Start? Nee, eine 80. Und jetzt oder wobei, vielleicht hat er sich auch dann bei mir schon verbessert gehabt, aber jetzt durch Positioning Change hat er eine 82. Ja, genau. Und gut, Palhinha wäre der Beste, aber halt auch zugleich der Älteste. Ja gut, bedeutet also, ich muss Ben White abgeben. Ich wollte es gerade sagen, ist halb so wild, weil ich habe noch einen Dicker, ist aber leider ja nicht so, weil der gerade verletzungsbedingt fehlt. Und let's das go. Ist schon einer, den ich schon bis zum Ende behalten hätte. Sehr, sehr gerne. Aber naja gut, so ist es halt. Gehört im Showdown mit dazu. Dennis, dein dritter und letzter Pick oder Fünfer Auswahl. Genau, mehr gesagt. Richtig. Letzte Fünfer Auswahl. Es geht um eine Sechser-Position und es sind alles, ich würde mal behaupten, sehr unscheinbare Spieler. Also keiner, wo man jetzt direkt sagen würde, aha, Digga, der muss es sein oder der ist, der geht komplett raus aus der, aus der Auswahl. Wir beginnen die Auswahl mit Manuel Ugarte von Sporting. Dann kommt Florentino von Benfica. Wir haben Zubimendi von Real Sociedad. Wir haben Mohamed Kamara von der AS Monaco und zu guter Letzt Al-Musrati von Braga. Okay, den von Braga kenne ich tatsächlich gar nicht, deshalb würde ich einfach hier Unwissenheit den direkt schon mal außen vor. Von der Roma war der Kamara, gell, richtig? Nee, von Monaco. Ach, Monaco, ich habe Roma verstanden, okay. Ich dachte gerade schon, der ist auch viel zu schwach, aber okay, dann kommt der mit ins Spiel. Die goldene Mitte würde ich aber auswählen und ich habe es gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Zubimendi. Das war Zubimendi, genau, mit dem würde ich auch gehen. In Verbindung gebracht, okay. Ja. Genau. Unscheinbar und ist aber nicht geworden, denn ich habe Florentino geholt von Benfica, okay. 22 Jahre alt, 29 Millionen bezahlt, 79er Gesamtstärke. Ja, weil ich auch im Mittelfeld Rode verkauft, Sow verkauft, deswegen ich habe sehr viel getan.
Ja, okay, alles klar. Und tatsächlich ist es jetzt auch bei mir die dritte und letzte Auswahl und auch wieder die gleiche Position. Denn Sechser. Ich habe auch einen neuen Sechser verpflichtet. Okay. Nicht jeder ist typischer Sechser, aber jeder könnte da auch spielen. Vielleicht sogar auch auf der 8, einige vielleicht auch auf der 10, wobei ich die da eigentlich nicht spielen. Ja, einige auch im Sturm, linker Flügel, Linksverteidiger, Innenverteidiger, so Torwart. Die können einfach alles bei dir. Wir wissen ja, wie es läuft. Zur Auswahl gibt es, und da sogar richtig krasse Spieler, ja, Enzo Fernandes vom FC Chelsea. Oh, was? Wir haben dann Ibrahim Sangare, der unscheinbarste, glaube ich, in der Auswahl. Liga-intern Ezequiel Palacios. Okay. Dann haben wir Eduardo Camavinga. Okay. Und komplett aus dem Nichts und der mit Abstand beste, aber nicht mal teuerste, wenn es wahrscheinlich um eine Ablösesumme gehen würde, Fabinho von Liverpool. Fabinho, niemals hast du Fabinho geholt. Also das 5 Transfers. Ja, Digga, wir sind Frankfurt, Junge. Wir sind nicht Beverly Hills hier, dass wir uns irgendwie krasse Sachen leisten könnten. Also so krasse Sachen. Deswegen sag nochmal die ersten 4, bitte. Enzo Fernandes, Sangare, Palacios und Camavinga. Ich gehe mal auf... Warte mal, eine Sekunde. Ich muss eine Sache kurz nachchecken. Gib mir eine Minute. Okay, meine Auswahl fällt auf entweder Sangare oder Palacios. Und ich gehe mal einfach auf Sangare. Okay, alles klar. Und Gott sei Dank ist diesmal wenigstens hier mein Move aufgegangen. Es ist tatsächlich Fabinho geworden. Bitte, also, was? Hast du das Geld für Fabinho? Ich habe so viele Spieler verkauft und Fabinho hat 53 Millionen nur gekostet. Ja, also 53 Millionen nur, Digga. Ich rechne mal ganz kurz nach meine Neuzugänge hier. Oh, der kostet 29. Der hat 8 Millionen im Tausch gekostet. Der Kollege hier 13. Ja, also ich komme bei 4 Spielern auf insgesamt so eine Summe. Also ich hatte insgesamt mal Geld von, ich glaube, knapp 170 Millionen oder so auf dem Konto. 170? Wen hast du denn alles verkauft? Ja, Kamada für über 50, So habe ich verkauft. Ich habe dann auch nicht ganz so viel ausgegeben. Sunset nur 6 Millionen und Götze im Tausch. Inacio übrigens ist noch einer meiner anderen Neuzugänge, 42 Millionen. Fabinho 53, Wanderson 20 und das ist übrigens auch noch der andere Transfer. Plus Ben White für 30 Millionen nur. Also ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Und, so ein bisschen und auch meine Mannschaft ist immer noch recht stabil. Also ich habe noch immer Max, ich habe Knauf und Lindström. Max, ja gut, weiß ich nicht. Oder Knauf will ich vielleicht im Winter noch fest verpflichten. Mal schauen. Ja, aber jetzt muss ich ja erstmal auch Ben White bei mir abgeben. Beide müssen einen Spieler abgeben, richtig? Ja, genau. Meiner und beide auch die Innenverteidiger. Ja, genau. Otamendi. Ach Gott, fällt mir jetzt gerade auf. Ja, ich habe auf jeden Fall noch verpflichtet. Florentino Sunset, das hatten wir ja schon. Dann Otamendi ist ja weg, der Bruder. Da nehmen meine Transfers noch Manu Kone aus der Bundesliga, Evan Nilsson von Porto, Gio Reyna von Dortmund und Zingo von Turin. Okay. Alles klar. Ja, also ich würde sagen, wir haben eine ganz coole Transferphase hinter uns. Natürlich hätte ich gerne, so wie du ja auch, den Innenverteidiger behalten, aber Rückschläge gehören im STG Showdown mit dazu. Ich sag so, Otamendi ist schon, ja, ist okay. Ich würde sagen, White trifft mich schon deutlich, gerade auch so für die Zukunft. Das war schon einer, mit dem ich langfristig geplant habe. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben sehr, sehr viele Saisons vor der Tür. Sollen wir direkt zum Ende simulieren? Ja, lass direkt zum Ende. Auf geht's. Okay, dann machen wir das Ganze. Falls im Winter eine Kleinigkeit passiert und ich vielleicht irgendwen von den Leihspielern fest verpflichten sollte, seht ihr das kurz. Aber ansonsten springen wir direkt ans Ende der Saison. Es hat tatsächlich funktioniert. Ansgar Knauf fest verpflichtet. Der hat mittlerweile eine 80, hat einen Marktwert von 28 Millionen und wir zahlen mehr als 10 Millionen weniger. Also das ist wirklich absolut brutal. Weiterverkaufsgebühren mit dabei, aber trotzdem. Langfristiger Vertrag, neuer Flügel und für die Zukunft auf jeden Fall eine Position, die wir natürlich weniger upgraden müssten, hoffentlich. So schnell geht's, schon sind wir am Ende der Saison angekommen und ich habe es ja zwischenzeitlich ganz kurz kommentiert, Ansgar Knauf ist noch ein Neuzugang bei mir. Punkte zählen gibt es hier natürlich nicht, denn man kann so viele Punkte Unterschied haben gegenüber dem dann Schlechteren, wie man möchte. Wenn der Schlechtere dann im Endeffekt am Ende die Champions League früher gewinnt, hat der den Showdown gewonnen, aber wir würden natürlich trotzdem oder wir sagen euch, was man an Punkten bekommen würde. Also, starten wir doch direkt mal rein mit der Tabellensituation in der Liga. Ja, und ich habe das letzte Spiel gegen Leverkusen im direkten Vergleich verloren, weshalb ich nur Sechster bin. Ja, perfekt, Digga. Ich bin Siebter. Ah, okay. Aber es könnte für uns beide tatsächlich die Conference League werden. Wir schauen mal auf den DFB-Pokal. Ah, okay. Den hat Bayern bei mir gewonnen. Heißt, ich gehe mit Leverkusen in die Europa League und Hertha in die Conference League. Ja, Bayern bei mir gut gegen Wolfsburg im Finale. Wolfsburg auch international qualifiziert. Das heißt, Platz 7 gibt es als Conference League für dich ja, okay, dann, ja. Ja, nehme ich genau mit. Mein Gott. Im Endeffekt aber egal, wir kriegen ein bisschen mehr Geld. Wie es dann ausgeht, ist völlig wurscht. Kann ich den IKEA-Mülleimer wieder gewinnen. Geil, Junge, Hammer. Ja, vielleicht ist der ja dann drin. Im DFB-Pokal können wir vielleicht trotzdem mal ganz kurz reinschauen. Bei mir war erst im Halbfinale Endstation gegen Dortmund. Übrigens dann auch, logischerweise, 18 Teams in der Liga. Abzüglich unserer Platzierung wird es bei mir 12 Punkte und bei Dennis 11 Punkte geben. Ja, Pokal gibt es bei dir 3 Punkte, ne? Und bei mir gibt's 0. Richtig, ja. Weil ich den direkt in der ersten Runde gegen Hoffe geflogen bin. Okay, alles klar. Dann kommt der letzte Wettbewerb jetzt hier noch mit der Champions League und den... Alter, nein! Bitte nicht! Sevilla hat bei mir die Champions League gewonnen!
Okay, aber wir sind Liverpool und Real im Finale. Okay. Barca, welches mich ausgeschaltet hatte im Viertelfinale, ist im Halbfinale dann gegen Real geflogen. Liverpool gegen City weitergekommen. Wir beide haben es lustigerweise geschafft, gegen Juve weiterzukommen im Achtelfinale. Richtig, ja. Wo bist du in der Gruppe gelandet? Erster oder Zweiter? Ich bin Zweiter. Ich habe 8 Punkte und bin Zweiter geworden. Ja, okay. Also es hat gerade so gereicht. Ich habe 13 Punkte, bin Gruppensieger geworden. Und ja, das heißt, ich bin auf Juve getroffen als Gruppenzweiter. Also die waren Gruppenzweiter und bei dir waren sie Gruppenerster. Aber wir haben beide trotzdem gewonnen. Richtig, ja. Das auf jeden Fall dazu. Das heißt, für beide gäbe es in der Theorie 6 Punkte draufgeschissen. Genau. Ja, und vor allem auch, was man ja auch mal wieder dazu sagen muss, wir hatten vorhin dreimal die gleiche Position in den Snipes, beide Innenverteidiger mussten weg, dann sind wir beide weitergekommen in der Champions League, hatten beide Juve und sind beide gegen spanische Teams rausgeflogen. Ja, also absolute Parallelen hier. Blicken wir also nochmal ganz kurz abschließend auf die Trainer des Monatspreise. Richtig, ja. Konntest du da was gewinnen? Also bei mir steht zumindest eine 1. Ja, bei mir auch tatsächlich, ja. Ich habe übrigens den UEFA Superpokal gewonnen. Den habe ich 4-1 gegen Real verloren, aber das lag auch daran, dass ich da noch mitten im Umbruch war vielleicht. Ja, okay, gut. Ich war auch eigentlich noch im Umbruch, aber die Jungs haben es gepackt damals. 2-2. Okay. Ja, alles klar. Sehr, sehr stark natürlich hier. Richtig cool. Dann gucken wir doch noch ganz kurz auf die Statistiken. Und ich kann mal vorwegnehmen, Kevin Trapp hat bei mir 6-mal die Null gehalten. Also okay, das ist ein bisschen Trauerspiel. Ich habe eine Vorlage bei ihm und 9 Spiele zu 0. Okay, also würde der Punkt an dich gehen. Ich glaube, der nächste vielleicht auch an dich, wobei der Wert nicht so schlecht ist. Aber wenn mein einziger Stürmer die meisten Vorlagen hat, und das ist Kolo Muani, dann sind das 14. Ist es nicht unbedingt so ein gutes Zeugnis für die anderen drumherum? Also er hat 14. Ja. Ja, ist ja geisteskrank, ich habe 9. Ah, okay. Alles klar. Also Kolo Muani, bei mir auch der mit den meisten Toren. Also er hat komplett gecarried, hat uns komplett auf jeden Fall nach oben gepusht. 21. Ja, okay, hast du einen mehr, ich habe 20. Da hat sich's bei mir ein bisschen zu doll aufgeteilt. Der Assistenztrainer hat auch scheiße gemacht. Mhm. Irgendwie hat Lindström 43 Spiele gespielt. Keine Ahnung wieso, obwohl Rainer und Sunset beide besser sind im Rating. Kuss an der Stelle mal wieder raus. An den Bruder, das muss mal wieder zensieren, Chris, tut mir leid. Zensieren, Chris, am Ende der ersten Saison bitte eine Zensur einfügen, danke. Kuss geht raus. Ja, genau, so viel dazu. Also, ne, das hat sich ein bisschen zu doll aufgeteilt, aber sei's drum. Okay, alles klar. Also, nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben ganz coole Mannschaften. Am Ende vergleichen wir dann auf jeden Fall auch wieder die Ratings. Also, nachdem da die Champions League gewonnen wurde, wie lange das dauert, keine Ahnung. Im nächsten Jahr wird es auf jeden Fall nicht der Fall sein, weil einmal Conference, einmal Europa League. Transferphase, 20 Minuten. Wir sagen am Anfang kurz unser Budget und dann seht ihr das Ganze auch wieder in der Konferenzschaltung. Nach einer doch eher spektakulären Transferphase im ersten Jahr werden wir es jetzt Jahr für Jahr langsamer angehen lassen. Weil die Mannschaft natürlich im Kollektiv ein gewisses Rating erreichen soll, wollen wir denen auch Zeit und Vertrauen geben. Und das machen wir hier. Die Entwicklung bei Knauf und Lindström ist brutal, Sunset, Kolo Muani, Inacio, Wanderson, Trapp, das wären so die Spieler, auf die ich setzen möchte. 80 plus ist das große Ziel. Timer beginnt in 3, 2, 1, let's go. 20 Minuten laufen. Auch Tuta hat eine 81, was mich etwas überrascht. Wir haben 83 Millionen. Ja, Dika war ja leider 7 Monate raus. Vielleicht ersetzen wir den eigentlich großen Hoffnungsträger von vornherein. Und hinten links ist Max ja nur ausgeliehen gewesen. Dafür jetzt Schröder. Heißt Baustelle Nummer 1, neuer Linksverteidiger. Baustelle Nummer 2, neuer Innenverteidiger. Und viel mehr wird's dann wahrscheinlich nicht. Vor allem auch rein finanziell betrachtet. Ein Top-Linksverteidiger, ja. Und dann aber muss der Innenverteidiger vermutlich auch schon irgendwie mit einem Tauschdeal abgewickelt werden. Okay, Leute, wir starten rein in die zweite Saison. Das Transferbudget sind 83 Millionen Euro, beziehungsweise jetzt nur noch 82, weil ich den Vertrag verlängert hatte. Wir sind, glaube ich, aktuell so ein bisschen im Hinterherlaufen, was Chris angeht. Also ich glaube, mannschaftsmäßig und so sind wir aktuell ein bisschen schlechter. Das gilt es jetzt in dieser Sommertransferphase irgendwie wieder wegzumachen. Die Zeit beginnt in 3, 2, 1. Let's go. Wir müssen uns nicht großartig um den eigenen Kader kümmern. Es geht viel mehr um Neuzugänge. Wir waren in Verhandlungen mit Erik ten Hag und damit verbunden Manchester United. Neuer Linksverteidiger. Zur Auswahl waren einmal Raum, Grimaldo. Genauso dann natürlich auch Malacia, den wir jetzt dann für 32 Millionen verpflichten werden. Wir haben auch Cucurella und wir haben Tierney. Und eigentlich würde ich gerne Cucurella holen. Der hat nämlich das beste Positioning-Change, wenn man den auf den Außenverteidigerposten umtrainiert. Aber ich glaube, dass Dennis mit ihm gehen könnte. Er kann aber genauso mit jedem anderen gehen und das ist das große Problem. Ich hoffe, wir dürfen den niederländischen Linksverteidiger behalten. Tyrell Malacia wechselt also für 32 Millionen und dann haben wir noch immer knappe 50 für einen neuen Innenverteidiger. Vielleicht ist ein Tauschdeal doch gar nicht so krass Pflicht, aber werden wir trotzdem vermutlich machen, sodass dann der Kern wirklich auch Stamm spielt und die Konkurrenz und der Co-Trainer gar nicht erst auf andere Gedanken kommen. Unser erster Neuzugang für die zweite Saison, Liga-intern, kommt David Raum von RB Leipzig. Ich hoffe, dass er nicht gesniped wird, denn ich werde noch Baldé und Udogie in die Auswahl stellen. Das sind eigentlich die absoluten Top-Talente für diese Position. Wir gehen ein bisschen unauffälliger. Vielleicht unser Glück, vielleicht aber auch unser Pech. Wir werden sehen. Unser zweiter Neuzugang
eine unfassbar lange Suche. Am Ende wird es Dejan Kulusevski, wie auch immer, von Juventus Turin eigentlich an der ersten Saison die Spurs verliehen. Wir tauschen Sunset ein, zahlen knapp 8 Millionen, aufgerundet obendrauf. Und damit unser zweiter Neuzugang am Start. Der zweite und zugleich auch schon letzte Neuzugang in dieser Sommertransferphase wechselt für 41,9 Millionen. Und Even Ndika im Tausch und ist eine Rückholaktion in die Bundesliga. Jetzt denkt ihr euch, hä? Das ist doch Lucas Hernandez. Ganz genau. Der ist aber dort nicht mehr beim FC Bayern München, hätte glaube ich jetzt auch sonst den auslaufenden Spielervertrag, sondern beim FC Arsenal gewesen. Heißt also, Rückholaktion in die Bundesliga ist geglückt. Der ist 27, hat eine 85, wäre eine brutale Verstärkung. Und natürlich hoffe ich, dass wir den behalten dürfen. Wenn nicht, haben wir nicht unbedingt qualitativ hochwertigen Ersatz. Aber naja, wie gesagt, auch hier wieder das gleiche Thema. Rückschläge gehören irgendwo dazu, aber ich verzichte gerne drauf. 20 Millionen und Tuta im Tausch und damit steht unser letzter Neuzugang fest. Der 27-jährige Lucas Hernandez kommt mit einer 85er Gesamtstärke von den Bayern. Ich musste voll ins Risiko eingehen. Chris, glaube ich, jetzt auch gerade passenderweise fertig geworden mit den Transfers und dann sehen wir uns ja auch schon gleich beim Snipen wieder. So schnell geht's, wir sind wieder zurück. Die Sommertransferphase liegt hinter uns. Ihr habt sie bei mir gesehen, weniger spektakulär. Ich habe es ja auch erklärt. Es sind nur zwei Neuzugänge geworden, deshalb gibt's jetzt dann auch gleich nur zwei Snipes. Bevor ich aber reinstarte mit meiner ersten Fünfer-Auswahl, Dennis, bei dir mehr als zwei Transfers? Drei? Ja. Ich wusste natürlich schon, was du fragen willst, deswegen starten wir so rein. Deine erste Fünferauswahl, Chris, von zwei ja nur. Ganz genau, ich habe einen neuen Linksverteidiger verpflichtet. Ja, logisch. Max war ja nur geliehen, deshalb musste da auf jeden Fall was passieren. Ja, es ist eine Auswahl, die dir mit Sicherheit bekannt vorkommen wird. Angefangen bei David Raum, geht es dann weiter über Tyrell Malacia. Mhm. Wir haben Cucurella, ja. Wir haben Tierney, das ist der einzige zugleich mit einem auslaufenden Spielervertrag. Mhm. Und Alejandro Grimaldo, der in dem Fall natürlich keinen auslaufenden mehr hat und auch schon bei Manchester City gespielt hat oder noch spielt, je nachdem. Sag mal die ersten vier nochmal. Raum, ja. Dann Malacia, Cucurella und Tierney. Boah, ich gehe mal auf David Raum, weil, Spoiler, ich habe ja auch nur zwei Auswahlen und mein dritter Spieler, der nicht in den Auswahlen vorkommt, ist auch David Raum, deswegen vielleicht sind wir auch hier mal wieder gleich gegangen. Okay, dann kann ich Gott sei Dank durchlaufen. Ich wollte eigentlich Raum, aber ich dachte dann, na, vielleicht ist es zu auffällig, der einzige aus der Bundesliga und auch der einzige Deutsche. Es ist Tyrell Malacia geworden, tatsächlich bei mir. Okay, ja gut, den kannst du haben, schenke ich dir gerne. Okay, let's go. Genau, dann meine Auswahl. Positionmäßig ist ein bisschen schwer zu sagen, weil bei meiner Startelf ist ja quasi entweder das ist ein Zehner oder das ist ein Flügelspieler. Ich würde aber behaupten, bis auf einen Spieler können das alle 100% in dieser Auswahl. Du wirst sehen auf jeden Fall. Wir haben zur Auswahl Dani Olmo, wir haben Usman Dembele, wir haben Dejan Kulusevski, wir haben Marcus Rashford und zu guter Letzt Christopher Nkunku, auch zu erwähnen, alle mit auslaufendem Vertrag 2024. Okay, krass. Ich weiß nicht. Also ich habe jetzt so aus der Vergangenheit auch öfter mal, wenn ich mit den Spurs was gemacht habe oder auch mit Juve, was wir auch zuletzt mal hatten, mit jedes Transferangebot annehmen, da ist Kulusevski immer so ein bisschen underrated. Also der hat dann, glaube ich, eine 81 zu beginnen, aber der geht so krass nach oben und ich glaube, deshalb würde ich auch direkt mit ihm gehen. Also ich würde den Schweden direkt mal einloggen. Perfekt, Bruder. Ich danke dir. Ist es der geworden? Nee, alles gut. Ich habe mich einfach nur so bedankt, Chris, weil du so nett bist und ihn natürlich nicht getroffen hast. Tut mir leid, aber vielleicht triffst du ja auch einen Spieler bei mir. Meine zweite und zugleich auch schon letzte Auswahl im zweiten Jahr ist die Innenverteidigerposition. Vielleicht ein Tauschdeal mit Even Ndika, bei einigen wäre das auf jeden Fall nötig, ja, bei anderen wiederum nicht. Wir haben einmal Timber, wir haben Tapsoba, wir haben Christensen, wir haben Lucas Hernandez, der übrigens nicht mehr bei den Bayern spielt, also keinen typischen auslaufenden Vertrag hätte, und Niklas Süle. Sagen wir nochmal die ersten drei. Timber, Tapsoba, Christensen. Ich gehe auf Tapsoba. Okay, war tatsächlich auch mein zweiter Kandidat, es ist aber Lucas Hernandez geworden. Er hatte keinen auslaufenden Vertrag mehr, war bei Arsenal, aber tauschte ihn mit Even Ndika und knapp 42 Millionen obendrauf. Heißt, ich darf meine beiden Spiele behalten. Bei dir könnte ein zweiter dazukommen. Ehrlich gesagt, ich hoffe es auch irgendwo nicht, weil wir haben ja auch das gleiche Ziel, die Champions League zu gewinnen. Ja, komm, Chris, papalapap. Du kennst mich. Laber dich. Nein, ich habe mich schon öfter auch für dich gefühlt mehr mitgefreut als du selber. Ja, aber ich sag dir ehrlich, das ist mir nicht so viel wert. Am Ende muss ich mich freuen. Ich muss der Typ sein, der ausrastet, der freut, der rumschreit, weißt du? Ja. Also wenn Leute das mit mir machen, ist schön, aber weißt du, das verständlich. Bringt mir halt auch nichts am Ende, wenn du mit mir trauerst, weil der Spieler ist halt trotzdem weg, ne? Ja, logisch, klar, aber ich will es ein bisschen auffangen und so mäßig halt, ne? Ja, ich weiß, Chris, wir sind ein super Ying und Yang, genau. Ja, genau, richtig. Kommt zu meiner letzten Auswahl, es geht um meinen neuen Innenverteidiger. Logisch natürlich, Tuta muss ersetzt werden, alle Spieler auf der Liste haben einen auslaufenden Vertrag. Wir beginnen mit William Saliba, Presnel Kimpembe, dann haben wir Lucas Hernandez, Pau Torres und Alessandro Bastoni. Okay, das ist wirklich krass. Also das ist so ein 20 prozentualer Wahrscheinlichkeitsding. Also ich kann hier wirklich niemand ausschließen.
keine Ahnung, Kimpembe ist so mein meist gehasster Spieler in Anführungszeichen aus der Fünferauswahl. Oh Mann, ist das schwer. Keine Ahnung, Kimpembe war zwar mein erster Gedanke, aber ich glaube, ich gehe mit so einem richtigen Top-Talent und ich tendiere zwischen Bastoni und Pau Torres und ich würde mit Bastoni gehen. God bless, ich habe Lucas Hernandez ebenfalls verpflichtet. Ah, okay, Gott sei Dank. Mit denen habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, okay, gut. Ja. Immerhin. Also bei dir ist auch die 80 plus im Kollektiv da oder ist so einer, der jetzt dann, ja gut, aufgrund einem Snipe vielleicht, ne? Nee, oder? Eigentlich nicht. 80 ist am Start. Also schlechtes Gesamtschlag ist genau 80 von Kone. Ist halt ein bisschen belastend, weil Kulusevski hier schon mal den Angriff nochmal. Also einen Angriff hätte ich jetzt schlechtste Gesamtstärke 83 gehabt. Das wäre schön gewesen. Jetzt darf Lindström mal zeigen, was er kann, nachdem er letztes Jahr vom Assistenztrainer eh gepusht wurde, weil er ihm einen geblasen hat oder so. Keine Ahnung. Wir wissen es nicht, Freunde der Sonne. Ja. Kulusevski. Es tut weh. Es tut echt ein bisschen weh. Ja, das denke ich mir auf jeden Fall. Aber mal gucken, ob Lindström ihn vielleicht da irgendwo ersetzen kann. Der eine Skandinavier geht, der andere springt dafür rein. Und dann springen wir doch dann direkt ans Ende der Saison. Eine ganz gute Überleitung, um dann auch zu schauen, wie es in der Liga, Pokal, plus bei Dennis Conference und bei mir Europa League gelaufen ist. Ich springe gleich von der Klippe runter. So springe ich hier, Junge. Das zweite Jahr ist zu Ende und ich habe gerade mit Dennis schon mal so ein bisschen nebenbei gequatscht. Ich glaube, es könnte, wenn es denn um die großen Punkte gehen würde, hier eine deutliche Angelegenheit für ihn werden. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Also ich nehme es vielleicht jetzt einfach mal vorweg, weil ich denke, dass Dennis ein bisschen besser abgeschnitten hat. So zumindest aufgrund der Laute, die ich so nebenbei gehört habe. Der Laute. Ich bin mit Frankfurt. Ich bin, ja, der Klänge, der wunderschönen engelsgleichen Klänge. Ich bin Vizemeister mit Frankfurt, 81 Punkte. Ja, Bruder, was soll ich sagen, Digga? Das ist, glaube ich, die krasseste Saison, die ich jemals in der Bundesliga gesehen habe. Ehrlich? Das schon mal vorweg, 100%, egal ob mit Bayern oder sonst wem. Mhm. 34 Spiele, 29 Siege, 5 Unentschieden. Keine Niederlage, 74 Tore, nur 26 Gegentore, die mit Abstand wenigsten, der zweitwenigste oder der Verein mit den zweitwenigsten hat 39, ich habe 92 Punkte auf dem Konto, bin 18 Punkte vorm zweiten, das ist die krasseste Meisterschaft, die ich jemals erlebt habe und das mit, Chris, du musst es einblenden wieder im Video, mit der Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen. Perfekt, Digga. Was eine Saison. Was eine Saison. Junge, krass. Also unfassbar. Das bedeutet, für mich hätte es eigentlich 16 Punkte gegeben. Für dich sind es 20 aufgrund der Meisterschaft dann hier in der Liga. Also es fühlt sich eigentlich wie eine 30-Punkte-Saison an, wenn ich ehrlich sein darf. Hier ohne Niederlage, geisteskrank, Junge. Das ist wirklich krass. Vor allem, du meintest ja auch, das Team mit den zweitwenigsten Gegentoren hat 39. Ja, es ist Bayern, 39. Okay, bei mir hat Leipzig 28, Bayern 30, ich habe 33. Ja, okay, heftig, Alter. Aber auch die Vizemeisterschaft ist okay. Bedeutet natürlich, wir gehen beide nächstes Jahr in die Champions League. Der DFB-Pokal war bei mir in Runde 3 Endstation in Paderborn. Davor hatte ich noch gewonnen gegen Düsseldorf. Viel mehr war da dann auch nicht drin. Ja, Viktoria Köln regiert auf jeden Fall Köln, weil die waren im Pokalfinale gegen Dortmund. Und aber haben dann da auch mit 2-4 verloren, aber trotzdem starker Kampf. Davor Leverkusen geschlagen, dann davor Schalke geschlagen. Also die haben ja echt Hochkaräter hier rausgehauen. Ich bin auf jeden Fall Runde 3. Ach ja, gegen Viktoria Köln ausgeschieden. Perfekt, ja. Digga. Kuss geht raus an die Brüder. Also beide haben die zweite Runde noch überstanden gehabt. Genau, richtig. Ein Punkt. Würde bedeuten, ein Punkt. Genau. Bei mir war es die Europa League, bei dir die Conference League. Also ich könnte mir vorstellen, dass du die gewonnen hast. Gerade wenn man so dominant auch das Ding dann hier in der Liga gemacht hat. Ich sag mal ganz kurz die Europa League bei mir. Ich war auf Platz 1 in der Gruppe mit Bilbao, Rangers und Malmö. Bilbao musste also in die Vorrunde. Die haben diese dann gewonnen. Wir haben uns dann wieder getroffen im Achtelfinale. Ich habe das Hinspiel 3-0 verloren, auswärts in Bilbao, um das Rückspiel dann nur mit 2-1 zu gewinnen. Heißt, Achtelfinale, ich würde nur zwei Punkte bekommen fürs Überstehen der Gruppenphase. Okay, bei mir Gruppenphase mit, ich lese es gar nicht vor, Viktoria Aberdeen, irgendwas aus Ungarn, glaube ich, 16 Punkte, Erster geworden, dann Achtelfinale Apoel, 4-2 besiegt, dann Lazio, 6-3 geschlagen, dann die Spurs, 3-1, also man könnte eigentlich gar nicht denken, wenn man sich die Gegner so anhört, bis auf vielleicht Apoel Nicosia, dass ich hier in der Conference League nur war. Ja, und dann im Finale gegen Real Sociedad mit 3-1 gewonnen. Okay, das heißt also, insgesamt sind das 1, 2, 3, 4, 6 Punkte. Okay, sehr, sehr stark. Muss man auch erstmal machen. Weitere Punkte könnten durch die Trainer des Monatspreise dazukommen. Oh, es ist also der erste internationale Titel jetzt in diesem STG Showdown, was ich sehr geil finde. Also nächstes Jahr dann hoffentlich vielleicht auch schon die Champions League. Ja, wer weiß, das wäre sehr passiert. Geil. Aber Trainer des Monatspreise, der Rekord lag, glaube ich, bei 5. Und obwohl ich diese Saison nur 5 Mal überhaupt unentschieden gespielt habe, habe ich nur 4.
Okay, ich habe zwei. Also auch da, ja, das Doppelte an Punkten. Aber es hat sich so ein bisschen abgezeichnet. Dein Jahr war ja wirklich brutal. Also mit zwei Titel, Conference League und auch in der Liga, wirklich muss man neidlos anerkennen. Zuletzt jetzt noch drei Punkte, die man in der Statistik theoretisch bekommen würde. Ich habe 11 Mal zu 0 gespielt bei Kevin Trapp. Ich habe 15. Okay, habe ich mir schon fast gedacht. Und die Tore plus Vorlagen werden wahrscheinlich auch krass sein. Das ist bei mir ähnlich wie im letzten Jahr. Kolo Muani hat beides als Bestwert. Okay. Nee, wobei, stimmt gar nicht. Lindström hat die meisten Tore, aber Kolo Muani hat mit 11 die meisten Torvorlagen. Okay, der Punkt geht an dich, weil es bei mir sehr, sehr stark aufgeteilt war. Ich habe Raum mit 10, Kolo Muani mit 10, Kone mit 9, Reyna mit 9 und dann nochmal Evan Nilsson mit 6. Okay, und die Tore, ist bei dir noch immer Kolo Muani vorne drin, ja? Ne? Ja, Kolo Muani, Evan Nilsson haben auch die meisten Tore, auch hier wieder, ich habe 4 Leute mit zweistelligen Zahlen, ich habe Reyna 13, dann Lindström 18, Evan Nilsson 24 und dann Kolo Muani 27. Okay, bei mir ist es Jesper Lindström mit 25, Bestwert. 25, dann okay, Fabinho. 35, Junge, das ist ja geil. Nein, 35 nicht, aber Fabinho ist der Zweitbeste mit 15, dann auch Knauf 15 und auch Kolo Muani 15 und Sunset 13. Okay, ja, was ich jetzt mal gerne machen wollen würde, weil wir gehen jetzt so in Richtung Champions League und ne, die Mannschaften werden immer besser und besser. Man hat es ja gerade gesehen, wie meine Truppe da performt hat. Du bist Vizemeister geworden. Wollen wir mal die Mannschaften vergleichen? Das würde mich mal sehr interessieren. Gerne. Ja, lass es uns gerne machen, auf jeden Fall. Auch ein paar Spieler, die auch gleich sind sowieso. Das macht es ja auch so umso interessanter. Mhm. Beide haben noch Ndicka, beide haben Hernandez geholt. Ne, Ndicka habe ich tatsächlich nicht mehr. Der war ja so schwer verletzt, dass er dann nicht mehr gut war. Der hatte nicht mal mehr eine 80 am Ende der letzten Saison. Stimmt. Ja, okay, gut, aber trotzdem. Wir haben beide. Lindström hast du ja auch noch am Start. Deswegen richtig, also ähnliche Mannschaften, ähnliche Neuzugänge, Spieler behalten, dies, das. Okay, wir gehen nur im Tor. Trapp, ja. 88. Bei mir auch, richtig. Okay, ja. Sehr gut. Dann Rechtsverteidiger habe ich Singo, 87. Habe ich Wanderson, der war lange verletzt, hat nur noch eine 84. Oh, okay, schade drum. Innenverteidigung 85, 86. Habe ich 85, 86 und 83, weil ich eine Fünferkette habe. Ah, okay, ja gut, dann habe ich 83, kann man noch mit reinnehmen mit David Raum. Okay, alles klar. Da habe ich dann Malasia mit 83 auf der anderen Position. Okay, gut. Dann zentrales Mittelfeld bei genau, dir. Genau, ich Kone und Florentino beide 83. Okay, da habe ich Fabinho 88. Oh, heftig, Alter. Der hat sich noch entwickelt bei dir. Geisteskrank. Mhm. Flügel? Hast du zwei Flügelspieler? Ja, genau. Ich habe Lindström, okay. Reyna 85, 84. Okay, ich habe Knauf und Lindström 87 und 86. Okay, krass. Also eigentlich ist deine Mannschaft schon in fast jedem Bereich besser, bis auf vielleicht die Verteidigung. Und dann habe ich Angreifer, also zwei Stürmer, Kolo Muani 88, Evan Nilsson 86. Okay, ich habe Sunset 86 auf der 10 und Kolo Muani 90. Okay, krass. Ja, okay. Ja. Dann wundert es mich schon, aber auch allgemein. Also Kolo Muani bei mir dieses Jahr übelst, also eigentlich jedes Jahr bisher rasiert, bei dir jetzt im zweiten Jahr gestruggelt, aber auf eine 90 hoch. Gesamtstärkentechnisch würde ich sagen, Vorteil bei dir, was heißt, ja klar, ich habe jetzt eine krasse Saison abgeliefert mit keine Niederlage und so, das bringt mir aber auch nichts im Endeffekt, wenn jetzt im nächsten Jahr, wo wir beide Champions League spielen, Chris das Ding irgendwie gewinnt. Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich würde schon auch sagen, gerade jetzt dann noch mit der anstehenden Transferphase, vermutlich auch einiges an Geld, was ihr dann übrigens auch jeweils bei uns schon in der Konferenzschaltung sehen werdet, kann man schon auch ein Kandidat auf den Champions-League-Titel sein, würde ich zumindest mal behaupten. Ja, also ich denke gerade bei dir, ohne Niederlage, wenn man Teams wie Leipzig, Bayern, Dortmund souverän hinter sich lässt, dann ist man automatisch auch ein Favorit auf den Henkelpott-Gewinn. Hier sind wir dann, ein drittes Jahr und wir wollen Kandidat für den Champions-League-Henkelpott-Gewinn sein. Das ist ganz klar, der Timer startet in 3, 2, 1, let's go, 20 Minuten laufen also. Die Mannschaft ist überragend. Ja, wir haben eine Top-Truppe, die sich auch noch immer weiter verbessern kann. Wanderson, der kriegt von mir, denke ich, auch weiter das Vertrauen. Er ist auch erst 23. Malassi hat jetzt auch die 84 erreicht. Neuer Innenverteidiger. Und vielleicht dann irgendwo auch Tauschdeals für die der Außenverteidiger. Wir müssen mal schauen. Aber ansonsten will ich eigentlich auch kein allzu großes Risiko eingehen und Spieler verlieren, die man dann halt automatisch in der Auswahl mitpacken müsste, weil man sie dann in den Tauschdeal mit reingestellt hat. Ich weiß es nicht. Wir haben 106 Millionen. Wir schauen einfach mal. Vielleicht wird es auch nur in Anführungszeichen ein neuer Innenverteidiger, wo ich auch nicht traurig darüber wäre. Was ein geisteskrankes Jahr, Leute, war das denn bitte hier mit der Eintracht? Wir starten rein mit der Zeit für die dritte Saison. Die beginnt in 3, 2, 1, let's go. Und dann schauen wir einfach mal. Wir haben ein Budget von 114 Millionen. Damit kann man jetzt keine Bäume rausreißen. Gerade wenn man überlegt, die Spieler, die wir ja natürlich kaufen wollen für die Mannschaft, die werden jetzt nur noch besser und besser. Aber schauen wir mal rein. Neuzugänge wird man damit auf jeden Fall bekommen können. Wir waren in Verhandlungen mit Manchester City. Wir wollen keine Spieler hergeben. Zumindest nicht irgendwie in einem Tauschdeal, denn wir wollen einfach auf Nummer sicher gehen. Deshalb haben wir ein bisschen zur Ausschau gehalten. Neuer Innenverteidiger, Aymeric Laporte, 87er Gesamtrating. Er ist zwar auch schon 30, nichtsdestotrotz, ich denke, ein, zwei Jahre kann er locker noch spielen, ohne dass es sich im Gesamtrating verschlechtert. 50 Millionen glatt ist, denke ich, ein guter Deal, wenn man den mit Tuta vergleicht. Der ist 4 Ratingpunkte besser. Wir haben die komplette Sicherheit, weil wenn Laporte gesniped werden sollte, haben wir noch Tuta in der Hinterhand. Und genau das ist auch wirklich das Wichtige für uns. Unser erster, lass es vielleicht doch einziger Neuzugang sein, in dieser Sommertransferphase ist auf alle Fälle Sandro Tonali. Wir tauschen Florentino
Einzahlung über 60 Millionen oben drauf, kriegen aber auch ein Upgrade in 4 Gesamtstärken. Let's go, Leute. Tonali bleibt nicht der einzige Transfer, denn daneben kommt auch noch Guimaraes aus der Premier League von Newcastle. Hier tauschen wir Kone ein, zahlen 33 Millionen oben drauf mit Weiterverkaufsgebühr, die aber keine Rolle spielt, denn wenn Guimaraes die Sniperphase überlebt, dann wird er auf jeden Fall auch bis zum Ende dieses Showdowns am Start bleiben. Wir konnten uns nochmal weiter verbessern. In Trent Alexander-Arnold finden wir einen neuen Rechtsverteidiger und das ohne, dass wir Buta oder auch Wanderson hergeben müssen. Richtig guter Deal, 70 Millionen glatt. Er hat eigentlich einen Marktwert von 92, aber den auslaufenden Spielervertrag Liverpool war kooperationsbereit und das ist wichtig für uns, denn wir haben ihn, wir haben einen anderen Neuzugang und haben die Mannschaft nochmal umso stärker jetzt machen können. So, ich übernehme das Ganze hier mal kurz. Leute, die dritte Sommertransferphase ist abgeschlossen. Wir haben uns gerade schon mal kurz so ein bisschen besprochen. Wir haben beide zwei Spieler verpflichtet, ne? Ja, richtig, genau. Genau, das heißt also, beide haben natürlich auch zwei Auswahlen und ich weiß nicht, letztes Mal hattest du begonnen, also ich beim ersten, du in der zweiten Saison, jetzt dritte, ja, das heißt genau. Ich wieder, genau, ja. Richtig, gut. Mhm. Ich komme zu meiner ersten Auswahl. Ich habe, kann ich schon mal direkt sagen, zwei neue Mittelfeldspieler verpflichtet und okay. Beide, wenn die gesniped werden würden, würde gottlos wehtun. Deswegen starten wir aber auch rein mit den Namen. Wir haben auf der Sechserposition einmal Tchouaméni, wir haben Kimmich mit einem auslaufenden Vertrag, wir haben Sandro Tonali, wir haben Rodri und zu guter Letzt Declan Rice. Eigentlich könnte man ja meinen, wenn man dazu sagt, auslaufender Vertrag, dass man so denkt, ah okay, der ist es auf gar keinen Fall geworden. Ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen umgekehrte Psychologie und würde einfach Kimmich direkt mal nehmen. Okay, tatsächlich ist es Kimmich nicht geworden, denn okay. Ich habe auch niemals Geld für den gehabt. Also ich habe Sandro Tonali geholt, eingetauscht, Florentino und irgendwie noch ein bisschen was oben drauf gezahlt, 40, 50 Millionen so um den Dreh, deswegen da... also auch das Risiko auch eingegangen mit Tauschgeld. Richtig, so. Auch das Risiko, weil ansonsten die Mannschaft halt sich nicht verbessert hätte wahrscheinlich. Also ich hätte einen Spieler sonst nur holen können. Okay, bei mir hat es irgendwie funktioniert, ohne Tauschdeals aber auch, weil ich noch ein paar Ersatzspieler für so insgesamt nochmal 30, 35 Millionen verkaufen konnte. Okay. Also zusammengerechnet, nicht einer, sondern drei oder vier. Okay. Ja, ich habe, anders als du hast zwei Neuzugänge im Mittelfeld, ich habe zwei Neuzugänge in der Verteidigung. Okay. Und zwar auf der rechten Verteidigerposition starten wir einfach mal rein. Mhm. Es gibt zur Auswahl Joao Cancelo, es gibt Eduardo Camavinga, den kann man problemlos natürlich auch auf die Verteidigerposition mit dabei. Aber funktioniert das auch? Weißt ja, du ich hatte da, ich hatte das zuletzt in einem Showdown, ich glaube 4 Wochen und er ist Außenverteidiger. Hätte ich auch niemals gedacht, aber es ist mittlerweile mit linker Außenverteidiger, glaube ich. Ne? Also kann man ja, genau. Sagen. Okay, ja, weiter. Also das wäre der zweite Spieler, Joshua Kimmich, kann natürlich auch hinten rechts spielen, Hakimi und zu guter Letzt noch Trent Alexander-Arnold. Boah, ich kann mir irgendwie die ersten drei nicht vorstellen, dass du die alle irgendwie umtrainieren würdest. Also Cancelo, gut, ah ja, Cancelo war der erste, stimmt. Ja, sorry. Genau, aber Camavinga, Kimmich. Cancelo war bei mir schon raus, wegen Alter auch. Der müsste ja jetzt auch schon so an die 30 sein, wäre mir ein bisschen zu riskant. Ja, erst 30, genau. Die anderen beiden wegen Positionswechsel auch eher nicht. Vielleicht freust du dich jetzt, ich gehe auf entweder Hakimi oder wer war nochmal der allerletzte? Trent Alexander-Arnold. Trent, also ich gehe auf Hakimi oder Trent, ja, ich gehe mal auf Trent, weil ich glaube, der wurde gefühlt noch nie in einem Showdown verpflichtet. Ja, genau. Heute ist es das erste Mal, also Trent ist ich habe, aber ich habe Wanderson noch, also ich habe keinen okay, das der auch meine nächste Frage gewesen, hergegeben. Ich habe gerade noch so gekämpft, 20 Millionen weniger als der Marktwert, sogar mehr als 20, der hat einen auslaufenden Vertrag. Wanderson hat eine 84, ist jetzt auch nicht so verkehrt. Ich dachte, komm, ich habe das Geld, ich probiere es. Okay, ja. Fair, aber es ist halb so wild, aber natürlich wäre es trotzdem geil gewesen, wenn Trent behalten wäre. Ja, definitiv, dürfte. Definitiv. Aber das ist ja immer so dieses Ding, schade drum, mich regt es ja auch selber auf, dass man dann auf die Spieler natürlich geht, die nicht so oft geholt wurden. Man will neue Spieler holen, auf dann jeden Fall, packt man die in die Auswahl und dann am Ende sagt der andere, ja, den habe ich ja gefühlt noch nie gehört, den nehme ich. Aber es stimmt tatsächlich, Hakimi hätte ich eigentlich auch holen wollen, aber der hatte keinen Auslaufenden und der war halt ohne Auslaufenden deutlich teurer als Trent. Das wusste ich sowieso nicht. Genau. Mit Verträge und so. Okay, ja, alles klar. Dann deine zweite und letzte Auswahl. Meine zweite Auswahl. Es geht um einen Achter. Also ich habe Sechser und Achter, aber ich habe beide auch ausgetauscht. Deswegen also, ne? Ja, wir kommen zu den Spielern. Wir haben auf der Liste Jude Bellingham mit einem auslaufenden Vertrag. Wow. Der spielt tatsächlich auch noch beim BVB. Wir haben Pablo Gavi. Wir haben Enzo Fernandes. Dann Bruno Guimaraes, ebenfalls noch aus der Premier League. Und Nicolo Barella. Ist, glaube ich, auch noch einer mit Auslaufenden. Ich würde Bellingham irgendwie ausschließen. Okay. Vielleicht freust du dich jetzt auch schon. Guimaraes hast du auch schon des Öfteren mal geholt. Deshalb würde ich auch nicht mit dem gehen. Also das heißt, wir haben jetzt noch Enzo Fernandes. Und was waren die anderen zwei noch bitte? Enzo Fernandes, Barella und Gavi. Oh. Also eigentlich der Reihenfolge war Gavi, Fernandes, Barella. So. Ah, Gavi ist aber so... Ah, nee. Enzo... Ich gehe mit Enzo. Ich gehe mit Enzo Fernandes. Enzo Fernandes. Nee, ich habe tatsächlich meinen Move gemacht, Bruno Guimaraes geholt. Also Bellingham wäre wahrscheinlich vielleicht möglich gewesen, weil er hat, wie gesagt, einen auslaufenden Krieg für 100 Millionen, aber wäre mir viel zu riskant gewesen. Viel zu riskant. Wenn, ja, ne, dass ich da gar kein Geld mehr am Ende habe oder so, dann könnte man ja theoretisch noch im Winter was machen. Aber ja, ich habe Tonali und Guimaraes geholt.
Okay, alles klar. Dann komplettiere ich das Ganze hier im dritten Sommer, also nach Sommertransferphase Nummer 3. Ich habe noch einen neuen Innenverteidiger geholt. Auch hier, ich habe Tuta in der Hinterhand, weil ich einfach ein bisschen ins Risiko gehen wollte. Ich wollte Neuzugänge, einfach auch um für die Champions League gewappnet zu sein. Innenverteidiger, alle sind bis auf Tomori und das ist der erste, auch schon ein bisschen so die ältere Generation. Wir haben dann noch Niklas Süle, wir haben Aymeric Laporte, wir haben Van Dijk und wir haben Marquinhos. Es sind auch ein paar Vereinzelte dabei, glaube ich, ja, mit einem auslaufenden Vertrag. Ja, ich glaube Laporte, Van Dijk, irgendwie sowas in den Dreh. Van Dijk wäre mir ein bisschen zu alt, deswegen schließe ich den direkt mal aus. Vielleicht freust du dich ja, weil du dir denkst, oh, ich muss jetzt sofort dieses Jahr Champions League gewinnen. ja, wir haben sonst wen nochmal? Laporte. Also wir hatten jetzt noch, genau, Laporte war noch dabei, Süle, Tomori Süle. Und auch Marquinhos. Tomori, Marquinhos, okay. Boah, ich glaube, das beste Ding mit Gesamtstärke, Alter, also dass du den noch bestimmt ein paar Jahre behalten könntest und Rating, ist Marquinhos und ich gehe einfach mal auf Marquinhos. Okay, let's go. Dann darf ich immerhin meinen Aymeric Laporte behalten, der auch einen auslaufenden Vertrag hatte. War sonst alles nicht realisierbar. Ich hatte ja nur 104 Millionen, dann ein paar Verkäufe und ich musste es ja irgendwie hinbekommen. Also Laporte darf ich behalten, Tuta also auf der Was Bank. Was ist denn für die Gesamtstärke? Laporte 87. 87, okay, ja gut. Ja. Ja gut, alles klar. Auch nicht verkehrt. Gut, dann dritte Sommertransferphase ist abgeschlossen. Ganz dieses genau. Jahr beide in der Champions League. Ich bin sehr, sehr gespannt, gerade nach meinem letzten Jahr in der Liga, wie es jetzt in der Champions League läuft. Chris meinte, ja, wenn man die Liga da so zerbumst, dann muss es auch in der Champions League laufen. Ich bin noch so ein bisschen skeptisch, aber wir finden es heraus und simulieren jetzt direkt zum Ende der Saison. Wir sind am Ende der dritten Saison angekommen und ihr seht es direkt, wir sind mit dem Blick auf der Bundesliga. Das hat vielleicht auch einen Grund, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Wir gehen erstmal die ganzen nationalen Wettbewerbe durch, bevor dann die Champions League natürlich ins Auge gefasst wird. Ich war zwischenzeitlich hinter Leverkusen ganz knapp. Und jetzt bin ich ganz knapp davor. Ich habe 79 Punkte, lange nicht zu vergleichen mit deinem überragenden Jahr noch in der letzten Saison. Aber ich bin tatsächlich deutscher Meister mit Frankfurt geworden. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Bei mir ist es leider nur der dritte Platz, aber es war auch ein super, super enger Meisterschaftskampf. Also Leverkusen ist Meister geworden mit 71 Punkten. Mhm. Dortmund hat ebenfalls 71 Punkte. Die haben auch beide eine Tordifferenz von 33. Am Ende gewinnt Leverkusen dann wahrscheinlich, weil sie mehr Tore gemacht haben, oder? Oder direkte Duelle? Ja, vermutlich. Oder das direkte Duell, direkter Vergleich. Ja, 10 Tore auf jeden Fall mehr. Direkte Duelle, keine Ahnung, wie die ausgegangen sind. Ich bin Dritter mit 70 Punkten und dann sind die Bayern mit 67 auch noch Vierter. Also hier hätte theoretisch die letzten Spieltage jeder noch von den ersten vier Meister werden können. Okay, also ja, eine richtig enge Angelegenheit. Nimmt man natürlich gerne mit. Würde bedeuten für dich eigentlich 15 Punkte, für mich 20. Wie gesagt, die sind aber zweitrangig. Bei mir abgestiegen übrigens Hamburg und Heidenheim. Zwei Teams, gegen die ich jeweils ein Spiel auch im Laufe der Saison verloren hatte. Bei mir naja. Hamburg und St. Pauli. Die steigen Hand in Hand zusammen okay. in die zweite Liga. Nice. Also bei mir ist auf jeden Fall der erste Titel in diesem Jahr da. Und ihr seht es jetzt auch gerade schon im Hintergrund, der zweite auch, denn der DFB-Pokal ging deutlich an mich mit einem 3-0 im Finale gegen die Bayern, davor knapp gegen Augsburg, gegen den Waldhof Mannheim weitergekommen, gegen den Waldhof, dann gegen Bochum und auch gegen Stuttgart. Ja, also ich denke, kann man auch mal ins Finale kommen, dass es dann 3-0 im Olympiastadion gegen Bayern wird, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Bei dir mein Glück ist übrigens in Runde 2 dann auf den BVB zu treffen, da 1-0 zu gewinnen und dann spielst du noch 120 Minuten irgendwie 4-4 gegen Augsburg und verlierst im Elfmeterschießen. Ah, okay, bitter. Ja, gegen die war ich auch im Elfmeterschießen, nach einem 3-3, dann 4-3 im Elfmeterschießen gewonnen, aber halt das Ganze im Halbfinale. Ja, bei mir auch Finale, Leipzig gegen Wolfsburg, Tradition pur. Absolut, also da ist die Hütte mit Sicherheit auch voll, nicht kappa. Gut, ja, apropos Olympiastadion, da habe ich die perfekte Überleitung, denn ich habe gerade schon mal gesehen, was jetzt noch bei mir ansteht und das ist das große Champions-League-Finale. Ich nehme das Ganze schon mal vorweg. Es heißt noch nicht, dass wir am Ende dieses Videos angekommen sind. Verliere ich nämlich dieses Spiel, geht es natürlich ganz genauso weiter wie bisher in eine weitere Saison. Das wird nämlich auch im Olympiastadion ausgetragen. Vielleicht ganz kurz mal, dass wir hier der Reihenfolge nachkommen. Die Gegner in der Gruppe, ich hatte Inter, West Ham und Genk und wer war es bei dir? Atletico, Monaco und Donetsk. Ich bin aber auch nur 2 Tage geworden. Also dieses Jahr lief einfach nicht. Ich weiß nicht, woran es lag, aber nicht so ganz unser Jahr gewesen in allen Wettbewerben. Da haben wir gefühlt unsere ganze Kraft wahrscheinlich letztes Jahr aufgebraucht. Ich bin halt punktgleich mit Monaco sogar weitergekommen. Und dann war dein Gegner im Achtelfinale? Mein Achtelfinalgegner war Juve. Die haben wir auch noch mit 4-3 geschlagen, Viertelfinale. Aber dann leider hätte man halt Porto, Lazio oder auch Leverkusen, Man United vielleicht sogar noch als Gegner bekommen können. Ich hatte aber City und habe halt 4-2 leider verloren. Okay, also ich glaube, ich habe auch ein bisschen davon profitiert, dass die ganz starken Teams sich immer gegenseitig ausschalten konnten oder mussten. Ich habe 5-1 gegen Napoli in der Gesamtwertung gewonnen im Achtelfinale, Viertelfinale dann gegen Liverpool, ja, starker Gegner. Parallel aber Atletico gegen Juve, Real gegen City und Barca gegen Paris. Ja, also ist schon richtig krass. Im Halbfinale hatte ich dann Atletico, also die Rochi Blancos habe ich mit 2-0 geschlagen und jetzt im Finale wartet Real Madrid. Wird natürlich auch gleich dann noch simuliert, vorher aber noch Trainer des Monatspreise. Da könnten vielleicht auch wieder ein paar mehr mit dabei sein. Ja, nö, ist nicht so. Ist ziemlich identisch wie im Vorjahr. Ich habe 2. Ich habe einen, aber bin sogar Trainer des Jahres geworden. Wirklich? Tatsächlich, steht ja.
Was? Also es wären 4 Punkte. Ja, wahrscheinlich wegen dem Jahr davor mit keine Niederlage. Stimmt. Conference League gewonnen. Ach, das kommt dann immer erst im Jahr darauf. Ich glaube, das kommt immer dann in der nächsten Saison, dann quasi im Dezember, Januar, irgendwie so. Ja, dann haben wir ja mal eine Premiere. Also Trainer des Jahres ist ja Simon auch nicht jeden Tag. Auf ja, jeden Fall. Das definitiv. Also 3 Punkte würde es jetzt noch theoretisch geben, natürlich in der Statistik. Kevin Trapp hat eine ganz gute mit 19 Mal die Null gehalten in 51 heftig, Spielen. Alter, kann ich nur 12 anbieten. Was hat er denn für ein Rating bei dir? 90. Ja, okay, bei mir auch. Wir gehen aber gleich auch nochmal die ganzen Gesamtratings durch. Ja, in Sachen Torvorlagen bin ich mit Euhan Sanset und 16. Oh krass, habe ich 11 nur bei Reyna. Okay, und die meisten Tore? Evan Nilsson 25. Na, ich habe Lindström 26. Ich habe dann auch noch Kole Muani. Was hat Lindström bei dir eigentlich für ein Rating? 90. 90, geisteskrank. Ja, okay, gut. Wenn er vielleicht das erste Jahr bei mir komplett Stamm gespielt hätte, vielleicht auch bei mir da 86. Okay, aber auch stark. Also Lindström hat 26 Tore, Kole Muani 25 und Knauf 22. Heftig. Also, da kann ich auch nicht mithalten. Ja, das foppt mich so. Im letzten Jahr, Digga, wo es um Champions League geht, wo wir beide qualifiziert sind, straucheln wir komplett. Ja, genau. Also im letzten Jahr, ganz ehrlich, wenn es da vielleicht bei dir die Champions League-Qualifikation auch schon gewesen wäre, hätte ich da in der Truppe alles zu getraut, bin ich ehrlich. Ja, also da war das Momentum da. Haben wir letztes Jahr alles reingegeben und dieses Jahr irgendwie ein bisschen am Verkacken. Aber sei es drum, wollen wir nochmal die Mannschaften abschließen, vergleichen, ja, bevor können du hier ins CL-Finale reingehst. Ich habe auf jeden Fall, oder wir haben beide Trapp ja mit 90 im Tor. Richtig, dann habe ich Rechtsverteidiger Singo 90. Habe ich Wanderson 85. Habe ich dann Innenverteidiger 87, 88. Habe ich 87, 87 und ich habe hier noch einen dritten mit Laporte, genau. 88. Ja genau, habe ich halt Raum mit 84, wäre mein Vierter, also von der Viererkette. Okay, dann habe ich Malasia als mein Linksverteidiger mit 87. Ja, habe ich meinen ersten Mittelfeldspieler, ist jetzt halt mit anderen Formationen ein bisschen schwierig, das immer so direkt also zu vergleichen. Also beide Mittelfeldspieler einfach dann bei dir, dann sage ich noch meinen Sechser dann mit dazu. Ja genau, also ich habe 88 bei beiden. Okay, ich habe Fabinho mit 90 tatsächlich. Richtig. Und der ist 31. Also ich hätte gedacht eigentlich, dass der eher tendenziell ein bisschen runtergeht, aber war dann wohl doch ein ganz guter Deal. Definitiv. Im dann ersten Jahr haben wir auch noch. Ja, definitiv, ja. Dann haben wir 2 Flügelspieler. Also ich habe Lindström 90 und Knauf 89. Heftig, ich habe Lindström 86 und Reyna 87. Okay, und dann hast du eine Doppelspitze, gell? Genau, Kole Muani 90 und Evan Nilsson 88. Okay, Sunset 88, Kole Muani 91. Ja, okay, da ist der Unterschied nicht mehr so groß. Aber im Großen und Ganzen, hast du auch wahrscheinlich einfach transfermäßig den besseren Job gemacht. Meine Kinnlade war ja schon nach der ersten Sommertransferphase so ein bisschen unten bei den Namen, die ich gehört hatte. Ja. GG, definitiv. Also wir hatten zwar schöne Momente, würde ich mal behaupten, hier mit Liga und Trainer des Jahres geworden, aber für die ganz großen Dinge hat es wahrscheinlich nicht gereicht. Und ich würde aber auch sagen, ich glaube, wenn man die Punkte so zusammengezählt hätte, wäre es auch ziemlich gleich. Also ich glaube nicht, dass wir uns so krass unterscheiden würden. Könnte sein, wobei du aber auch jedes Jahr, glaube ich, im Pokal mindestens 3-4 Punkte mal mehr geholt hast, gefühlt als ich. Ja, das stimmt, aber vielleicht rechnet es ja auch von euch zufällig jemand parallel zusammen, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Genau, dann schreibt es mal in die Kommentare. Einmal die Punkte und vielleicht auch gerne mal die Ratings von den Mannschaften hier. Im Durchschnitt, ja. Also ich glaube, wir sind da schon so in Richtung 87, 88. Also da könnte schon 100%. Was Cooles dabei rumkommen. Ich bin sehr gespannt. Und dann würde ich sagen, steht das große Champions-League-Finale vor der Tür. Wir treffen auf Real Madrid mit Vinicius Junior, Benzema, Rodrigo. Die haben eine geisteskranke Mannschaft. Sind wahrscheinlich auch völlig zu Recht hier im Finale. Wir kommen mit einer Fünferkette. Vielleicht das irgendwo unser Ass im Ärmel. Wir gehen rein. Olympiastadion Frankfurt. Hol dieses Ding im Elfmeterschießen. Let's go! Heftig. Junge, und nach einem 4:4... zuvor. Also es war Vini Junior, Führung, dann Wanderson, Fabinho, Benzema, Sunset, Vinicius Junior, Verlängerung Lindström und Vinicius Junior. Heftig. Dann Elfmeterschießen 4:3 das Ding und ganz kurz mal, ja, ich zähle mal kurz zusammen. Wir sind bei 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Elfmetern, wovon nur 7 reingegangen sind. Also gefühlt jeder hat verschossen, die ersten 2, dann haben beide getroffen, dann verschossen, getroffen, getroffen und dann haben insgesamt 5 in Folge verschossen. Das heißt, es wäre fast bis zu den Keepern gegangen beim Elfmeterschießen. Ja, also bei mir war der letzte Malasia und bei Real schon Joao Cancelo. Heftig. Also es war so, dass auf jeder Seite insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler geschossen haben. Heftig, also noch 2, 3 Schützen mehr und die Torhüter hätten dann vielleicht das Ding am Ende entschieden. Heftig, wirklich, ganz, wirklich ganz heftig. Krass. Aber GG auch nochmal hier an der Stelle für Triple gewonnen hast du. Ach stimmt, ich habe das Triple geholt auch noch, jawohl. Let's go. Stimmt, das wollte ich vorne auch noch kommentieren und gerade eben zähle ich noch die Torschützen dabei, habe ich vorhin gesagt, 16 Elfmeter gesamt, hätte ich mir natürlich denken können, dass es ein 8er Torschütze ist. Ja, aber
Naja, völlig lost, da kommen wahrscheinlich die ganzen Emotionen jetzt hier mit hoch und ey, geil, Trippelsieg, stimmt, habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber wir sind dementsprechend dann auch jetzt direkt am Ende dieses SDG Showdowns, der Champions League Sieg ist gepackt, das ist auch irgendwo so ein bisschen, ja, ich sag mal, der Nervenkitzel, das Interessante an so einer Ausgabe, man weiß halt nicht, wann es zu Ende ist und es kann vor allem von jetzt auf gleich direkt dann vorbei sein, das ist jetzt der Fall, wir sind am Ende, bevor Dennis das Schlusswort hat, hoffe ich, es hat euch gefallen, wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wollt ihr sowas öfter sehen, schreibt es in die Kommentare und abonniert gerne natürlich auch, um nichts mehr zu verpassen, lange Rede, kurzer Sinn, checkt das Video auch bei Dennis ab, erster Link in der Videobeschreibung und Dennis, du hast das Schlusswort an der Stelle. Ja, liebe Eintracht-Fans, ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen, ich habe alles in die Waagschale geworfen, leider nicht ganz erfolgreich gewesen, aber wir haben schöne Momente gehabt, Liga gewonnen, kein Spiel verloren, sogar nur 5 unentschieden, Trainer des Jahres geworden, Conference League gewonnen, es waren schöne Momente. Männer, ich verabschiede mich, wünsche euch einen wunderbaren Tag, lasst Liebe da, auch wenn ihr von meinem Kanal gekommen seid, hier bei Chris ein Abo und ja, dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder in alter Frische bei einem neuen SDG Showdown zwischen uns beiden hier. Bis dahin, haut rein und ciao.